Magersucht. Mit diesem Thema werden wir zurzeit durch Schockfotos wie dieses hier vom italienischen Fotografen Oliviero Toscani konfrontiert. Ein Tabubruch, aber hilft er, wenn es um Heilung gehen muss? Eines steht fest, die Anorexia nervosa, so der Fachbegriff, hat sicher auch, aber eben nicht nur mit dem Schlankheitswahn unserer Zeit zu tun. Erstmals wurde die schwerwiegende Essstörung schon 1873 beschrieben. Seitdem suchen Mediziner nach dem richtigen Weg, aber auch heute gibt es kein Allheilmittel. Zwar können die Hälfte der Patientinnen, es geht in den meisten Fällen um Mädchen und junge Frauen, geheilt werden, aber eben nur die Hälfte, und für rund 16% endet die Magersucht tödlich. Klaus Weidmann hat sich intensiv mit dem Thema befasst und dabei eine junge Frau getroffen, die ganz offen über ihr jahrelanges Martyrium berichtet. Bei mir fing es eigentlich damit an, dass ich halt mich total von meinen Freunden und von der Klasse halt zurückgezogen habe. Also ich bin zwar noch in die Schule gegangen, habe mich dann aber nur noch zu Hause aufgehalten und habe zu Hause halt gemeint, ich müsste immer mehr mithelfen und für jeden das Opferlamm spielen, und ich bin total wertlos. Also ich habe mich eigentlich damit so malträtiert. Auf alles, was ich hätte können Lust haben oder was mir gut getan hat, habe ich mir halt verboten. Also Sie haben sich selber das Essen verboten sozusagen? Genau. Das Essen verboten und Schlaf verboten. Schlaf auch? Die Haut trocknet aus, man wird dauernd krank, die Haare fallen aus, es wird einem dauernd schwindelig, weil ich halt auch dementsprechend wenig getrunken habe. Der Kreislauf macht nicht mehr mit. Und daraufhin bin ich dann halt das erste Mal. Wo war das? In welcher Situation? Wie können Sie mir das beschreiben? Ja, beim ersten Mal war ich dann halt so schwach, dass ich halt nicht mehr aus dem Bett gekommen bin. Und beim zweiten Mal war es halt so, dass ich halt abends mich ins Bett gelegt habe und dann in einer Blutlache wach geworden bin und dann festgestellt habe, dass ich so starkes Nasenbluten hatte, dass es halt unverantwortlich war, so zu Hause zu bleiben. Wie ist das, wenn man künstlich ernährt wird? Abartig. Man kommt sich vor, wie dass man hochgepumpt wird halt. Man kann sich nicht dagegen wehren. Man leidet teilweise höllische Schmerzen. Also ich empfand es damals halt als psychische Folter, mehr oder weniger. Warum? Ja, weil es irgendwie so... Es wird einem ja der Wille gebrochen irgendwie. Selbst wenn man sich sagt, man muss zunehmen und man schafft es vielleicht anders nicht, aber trotzdem ist es ein, als wenn einem die Menschenwürde eigentlich genommen wird. Warum kommt man da immer wieder in diesen alten Trott rein? Wenn ich das wüsste. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also mittlerweile, denke ich halt, ist es so, weil es einfach 16 Jahre eingefahren ist. Aber damals bin ich auch immer wieder reingeraten. Ist das wie eine Sucht? Es ist eine Sucht. Würden Sie sich als krank bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Ist das eine Krankheit? Es ist eine Krankheit. Haben Sie es immer so gesehen? Nee. Wann haben Sie erkannt, dass es eine Krankheit ist? Eigentlich erst so 2003, 2004. Als Sie schon... 10 Jahre fast magersüchtig waren. Genau. Sie haben doch hier Zeitungen gehabt, ne? So Zeitschriften, ne? Mhm. Ja, von meiner Zimmernachbarin. Können Sie Essen sehen? Was empfinden Sie dabei? Ja, eigentlich Angst und Ärger, dass ich mir selber so irgendwas nicht zugestehen kann. Dann sind Sie eigentlich... Strengen sich selbst gegenüber, ne? Ja, immer schon gewesen. Mich halt auch wegen anderen Dingen, also wo nicht das Essen betreffen, halt ständig runter. Also sowas bleibt halt bei mir hängen. Wenn ich Kritik von jemand bekomme und ich bekomme Lob, dann geht die Kritik, die sauge ich auf wie ein Schwamm, und das Lob, das prallt ab. Und ich möchte erstmal diesen extremen Selbsthass, den ich habe, loswerden. Selbsthass sogar? Mhm.
was sich teilweise auch in Selbstverletzung schon geäußert hat und wo jetzt halt dadurch, dass ich es halt am Essen hier nicht mehr so auslasse wie zu Hause, wird halt dieser Selbstverletzungsdruck halt wieder stärker. Nee, es ist kein Leben, es ist ein Dahinvegetieren. Es ist seit 16 Jahren nur noch ein Dahinvegetieren und das möchte ich nicht mehr. Ich würde es nicht wahr machen, dass ich jetzt vom nächsten Balkon hier springe. Aber so dran denken und so, das hat keinen Sinn mehr oder ich halte es nicht mehr aus. Die Gedanken, die sind eigentlich ständig da, weil ich, wie gesagt, seit 16 Jahren das Gefühl habe, ich kann da oben nicht abschalten. Und nicht mal irgendwie mal irgendwas genießen oder so. Sie haben drei Wünsche frei. Mir wird einer reichen. Ein Wunsch? Ja. Welcher? Ich möchte leben. Was heißt das für Sie? Dinge genießen können. Was zum Beispiel? Eine Sache. Draußen, wenn ich, gut, ein bisschen schöneres Wetter sollte schon sein, auf einer Bank sitze und die Sonne scheint und die Vögel pfeifen. Sowas verstehe ich unter Leben. Der Film hat viele Fragen offen gelassen. Unter reportmainz.de hat unser Autor noch eine Menge Informationen zusammengetragen und außerdem hat er heute noch mal mit Monika telefoniert. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Wir wünschen ihr, dass es das normale Leben, von dem sie träumt, geben wird.